Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu der Demo von Timberborn. Ich habe ja gesagt, letzte Folge, ich würde gerne noch eine zweite Folge schaffen mit euch. Deswegen, auf geht's. Wir gucken mal, wie weit uns die Demo noch lässt. So, wir haben das Farmhaus... Waren das 15? Nee, 15 fehlen noch. Wir haben das Farmhaus fast fertig. Dann würde ich hier gern was anpflanzen. Ich weiß nur nicht, ob das geht, weil... Wir haben ja hier nirgendwo Kartoffeln. Blocking water. Es blockt Wasser, okay. Wasser. Kann schon nicht mehr reden. Weil wir kriegen ja nirgendwo Kartoffelsamen her. Davon gibt's zwei Stück Holz. Hier oben ist ja auch gar nichts. Hier ein bisschen. Aber ich will jetzt mein Dorf, meine Bewohner nicht so weit auseinanderreißen, dass da ein Teil dort oben hingeht. Geht's denn noch? Das ist mittlerweile auch gebaut, obwohl ich die Prio runtergedreht habe. Imayogi arbeitet hier. Die reden wie die Minions. Das ist voll sweet. Voll süß. Wir haben schon 12 Science-Punkte. Ich würde die gern einsetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann einfach... Wir können ja hier unten noch nicht alles bauen. Ach so, hier kann ich dann einfach auch draufdrücken. Na cool. 100 Science-Punkte, 120, 70. Da können wir aus unserem Getreide Mehl machen. Aber erstmal gucken, was wir hier überhaupt... Oh! Ein Förster. Forster? Förster? Ihr wisst schon, ein Forester. Der kann uns Bäume anpflanzen. Ich glaube, das würde ich als erstes machen, weil Holz brauchen wir immer wieder. Sei es, um Gebäude zu bauen, sei es, um Wassertanks zu bauen. Ich glaube, ich würde dann als erstes den Förster freischalten. Wenn wir soweit kommen. Weiß es nicht. So, jetzt ist gleich wieder Tag. Ich finde die Uhr da oben echt cool, muss ich sagen. Hä? Wie viele Leute sind jetzt hier rausgekommen? Das waren aber mehr als drei, oder? Okay, das ist fast fertig. Dann lasse ich hier die Häuser machen. Dann haben wir... Oh, es ist noch jemand groß geworden. Benjo. Benjo ist groß geworden. Es ist so süß, wie die Kisten tragen. Mal sehen, vielleicht kriegen wir auch irgendwie was freigeschalten, wenn wir alle unsere Biber in einem Haus haben. Da müsste ich aber noch ein Haus bauen. Hier kriege ich nur 9 Leute unter. Wofür steht die 4? Wellbeing 4 von. Ist hier irgendwo eine Skala, dass ich sehe, wie ist 4 gut? Denke zumindest, weil die ist grün geschrieben. Average Wellbeing. Ach so, dann sind wahrscheinlich die, die kein Zuhause haben. Wellbeing 3. 3. 3. Ja, okay. Guckt euch das an. Wir haben eine Farm. So, wie ging das jetzt? Wo konnte ich jetzt... Hä? Ich hatte doch gerade, dass ich... Ach hier, Plant Crops. Carrot Potato. Drei Karotten. Ich nehme erstmal Karotte.
10. So, ich mach mal. So. Wer arbeitet jetzt hier? Wir haben keine Leute. Aber hier ist eine Unemployed 2. Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht, zumal es da reingeht. Noch so ein Held. Jetzt müssen die den Weg auch noch bauen. Wie kriege ich denn jetzt dort jemanden angestellt? Oder wie kann ich denn woanders wen wegnehmen? Moment, Spiel. Kann ich euch den Job einfach wegnehmen? Nee. Oh. Wir können hier sogar angeben, wie viel von was, wie viel von welchem Stoff, Artikel, Material wir hier gern einlagern möchten. Also was so unser Ziel ist. Gut, Bären haben wir halt jetzt viel, weil das bisher unser einziges Nahrungsmittel ist. Beaver has no job. Wie kann ich dem denn einen Job geben? Unemployed. Oh! Das ist cool. Aber ich weiß nicht, wie ich ihm einen Job geben kann. Falls ihr das wisst auf YouTube, auch wenn das nur eine Demo ist, aber schreibt das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie ich hier sagen kann, der Heinz. Der Heinz soll arbeiten gehen. Heinz! Dorthin mit dir! Turned on, turned off. Hi! No workplace available. Müssen die irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, dass die dort arbeiten können? Steht halt immer no worker in range. No unemployed beavers in range. Ja, aber wenn die nicht hier rüber gehen, was soll ich dann tun? Hier haben wir noch 5 Obdachlose. Ich glaube, ich habe das hier ein bisschen doof platziert, oder? Ich hätte das ein bisschen näher ransetzen sollen. Ich weiß aber nicht. Kriege ich meine Ressourcen zurück? Bau das nochmal. Einfach jetzt hier hin. So. Mal gucken, ob das einen Unterschied macht. Jetzt haben 3 Biber keinen Job, weil ich hier einen rausgenommen habe, ne?
Jetzt ist der Heinz hier. Na ja, gut. Wenigstens geht er arbeiten, der Heinz. So. Nacht ist gleich wieder rum. Oh, guck mal, das brennt sogar Licht in den Hütten. So, ich habe Prio habe ich hier hochgesetzt. Wir brauchen echt bald einen Förster. 27 Science Points. Okay, vielleicht schaffen wir es noch zu 60. Das wäre so schön. Das Wasser sieht gar nicht blau aus. Sieht richtig schön klar aus. Oh, die hat fast die Bären alle gesammelt hier unten. Und hier ist auch schon... Das kann ich ja mal turn off, weil hier sind keine Bären mehr. Wir brauchen echt langsam hier das Feld, ne? Lass erstmal den Wassertank bauen und danach bauen sie das hier. Weiß nicht, wachsen die Bären automatisch nach? Okay, ja. Wachsen nach. Man kann sogar sehen, wie weit Büsche sind. 7%, 12%. Es dauert aber eine ganze Weile, wie es aussieht. Was passiert? Was passiert, wenn wir hier das Wasser reinlassen? Haben wir dann hier oben Probleme mit der Wasserpumpe? Würde ja wenig Sinn machen. Das kleine Auffangbecken würde ja nicht den Fluss trockenlegen. Auf jeden Fall hocken sie nicht mehr alle hier rum und gammeln. Außer Rokizell. Mich würde ja auch schon mal interessieren, ich weiß aber nicht, ob es das in der Demo gibt, wenn wir hier ein anderes Wetter haben. Weil es ist immer feuchte Saison. wenn wir eine Trockenperiode hätten. Ah, Rokizell ist ja auch gerade erst erwachsen geworden. Wir haben keine Kinder mehr im Dorf. Ich weiß nicht, wie alt Biber werden in diesem Spiel. Ich hätte gern so eine Übersicht. Oder? Nee. Eine Übersicht über meine Biber. So. Average. Oh, guck mal. Komfort ist schon gestiegen, weil jetzt mehr Leute ein Haus haben. Ein Dach über dem Kopf. Und 4 Biber haben keinen Job. Extended Range. Und dann könnte ich mehr Leute einstellen, ne? Okay, das da oben ist gleich fertig. Und dann geht hier die Prio hoch. Ich hoffe, das Lager kann jetzt mit genutzt werden. Ja, okay. Wird mit befüllt. Sehr gut. Ah, jetzt müssen wir hier wieder warten. Noch mal ein bisschen schneller. Weil wir warten ja aktuell gerade nur. Hier oben, die bauen ab. So. Jetzt ist gleich wieder Nacht. Bis sie alle noch schnell Trinken geholt haben. Wird geschlafen. Stehen sie wieder auf. Wie weit sind unsere Büsche hier unten? 28, 36, 45. Den einen Busch kann sie noch pflücken, ernten und danach ist das hier auch erstmal... Ja, ja, nicht dort rumsitzen. Habt ihr das gesehen? Die wollte einfach rumsitzen. Du kannst dich irgendwo anders beteiligen. Wir brauchen zum Beispiel gleich jemanden, der hier das Feld bewirtschaftet.
Ja, wir haben 5 Biber ohne Job. Das ist doof. Oh, 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 das Farmhaus ist fertig. Und wir haben hier jemanden sitzen. Ich habe schon wieder vergessen hier. Schon wieder vergessen, wo... So, und jetzt bewirtschaftet die das... Okay, sie arbeitet. Priorität ist jetzt erstmal pflanzen und noch nicht ernten, weil wir haben noch nichts hier. Was ist das hier? Achso, das zeigt uns nur die Eingänge, wo die sind. Jetzt können wir das hier mal hochsetzen, die Prio. Und jetzt haben wir wieder Nacht. Dann ist bald das dritte Haus fertig. Dann könnten wir uns überlegen, noch das vierte Haus zu machen. Dann haben wir keine Obdachlosen mehr. Vielleicht bringt uns das irgendeinen Vorteil. Wir haben 54 Science-Punkte. Noch 6 Punkte und wir können uns den Förster bauen. Ist ja auch cool, ne? Könnten wir... Was kann der eigentlich alles... Plants, Trees und Büsche. Okay, er kann Bäume und Büsche pflanzen. Das ist cool. Das können wir gebrauchen. Warum? Du kannst dich nur um ein Feld kümmern, oder was? Was ist denn hier mit den Kartoffeln? Frau? Stell mal halt noch jemanden ein. Ah, oder Moment, geht das hier nicht, weil hier ist trockener Boden? Moment! Wir reißen ab. Und machen die Kartoffels hier hin. So, und ihr sollt die Kartoffeln anpflanzen. Ja, okay. Dann lag es tatsächlich daran, dass hier... trockener Boden ist. Gott, das musst du auch noch bedenken. Aber so viel feuchten Boden hast du ja nicht. Grün, feuchten Boden. 12%. Okay, es wächst auf jeden Fall. Dann packen wir noch ein... Nee, ich warte kurz, bis wir den Förster bauen können. Ich glaube, ich... Wo packe ich den denn dann hin? Er wird ja auch grünen Boden brauchen. Also keinen toten Boden, um Sachen anpflanzen zu können. Science Points sind fertig. Ja. Okay, das ist seine Range. Wir machen das so. Oh! Wir... Nein, 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 keine... Kein Holz da rein. Kein Holz. Ja, wir brauchen erst eine Säge. Dingsbums. Da, das brauchen wir zuerst. Wir müssen erst Planks machen. Bevor wir die Försterhütte bauen können. Okay. 15... Wir haben zu viel Wasser. Leute, ihr müsst doch was trinken.
Manche sind nicht so gut gewässert. Müssen wir uns drum kümmern? Nee. Kann mich nicht drum kümmern, dass die die gießen. Wieder mal ein bisschen schneller. So, jetzt haben wir hier jemanden, der hier arbeitet. Wir brauchen Strom. Wir brauchen Strom, Leute. Nein. Hier können wir so ein Wheel-Ding hinmachen. Glaube ich. Habt ihr das gesehen? Wir haben... Wir haben mehr Grünfläche dazu bekommen. Aber das ist doch doof. Jetzt muss ich so ein Ding bauen, damit ich das Rad dort dran schließen kann. Probieren wir das damit. Lass uns probieren. Ist eine Demo. Ich kann das Spiel... Oh, ich kenne das Spiel nicht. Ja, wir haben keinen Strom. Wir haben schon Stämme reingebracht, aber wir kriegen keine Planken raus. Wir haben noch 4 obdachlose Biber, aber ich habe zwar gerade gesagt, lass mal gucken, dass wir die Häuser fertig machen. Büsche sind noch keine nachgewachsen, also keine Bären. Die Büsche sind ja noch da. Warum arbeitest du hier? Wir brauchen dort niemanden. Hilf hier lieber mit. Aber mehr als 2 Arbeiter können wir da ja wieder nicht haben. Oh oh. Oh oh. Ich habe die Befürchtung, dass wir verhungern werden. Eigentlich ja der perfekte Zeitpunkt, um dieses Video zu beenden, denn dann sehen wir diesen Katastrophenfall nicht mehr, aber ich möchte ihn mir jetzt gern mal angucken. Die Folge ist ja eh bald schon wieder rum. Bei solchen Spielen vergeht die Zeit so schnell. Mal gucken, was passiert, wenn das Essen hier... Karotten und so, das braucht relativ lange tatsächlich, bis das geerntet werden kann. Aber jetzt bleibt das Essen bei 13. Aber wir haben gleich Strom. So. Muss hier dann aber noch irgendwas hin? Das hier, also... Geht der Strom dann jetzt automatisch? Hier in das Ding da?
Mal rein. Oder muss ich jetzt hier noch irgendwelche Leitungen verlegen? Oder... Oh no. Ich muss Leitungen verlegen? Wirklich jetzt? Ja gut, jetzt ist unser Essen alle. Aber unsere Karotten sind auch noch nicht fertig. Ja, du hast Hunger. Es tut mir leid. Wir haben nichts mehr zu essen. Wir haben auch keine Beeren. Mal gucken, was passiert. So, wartet mal. Jetzt kann ich das jetzt anmache. Connected to a power generator. Läuft es nicht hier rüber? Wir haben es damit. Das ist damit verbunden und das ist damit verbunden. Geht das nicht? Ich habe hier keinen Generator. Transfers Power. Boah, ich habe Gears. Aber ich... Nein! So! Ich beende dieses Video an dieser Stelle, weil ich gerade nicht weiß, wie ich weitermachen soll. Also, wir haben in die Demo reingeschaut, 2 Folgen lang. Ist definitiv ein Spiel, was man sich mal anschauen kann, wenn es denn dann erschienen ist. Ich guck mal ganz fix, wann das erscheinen soll. Eine Sekunde. Jetzt bin ich natürlich aus dem Spiel getappt. Ja. Early Access soll 2021 erscheinen. Dann glauben wir das mal. Könnte man sich definitiv nochmal anschauen. Ich sag tschüss. Und meine Freunde sagen auch tschüss. Ja, also. Macht's gut, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet, wenn wir uns ab und an mal so ein paar Demos hier auf YouTube gemeinsam anschauen. Bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss.